Hier ist wahrscheinlich irgendwo ein unsichtbarer Golem, richtig? Oh, scheiße, Alter. Oh mein Gott, wo kommst du denn? Ich hab Angst! Scheiße! Okay. Ah, ich hab schon viel Glück. Das muss man schon sagen. Ich hab schon echt viel Glück momentan. Irgendwie. Die wollen auch alle irgendwie durch mich sterben. Ich weiß ja auch nicht. Der Weg zur freien Mine, rechts hoch. Da seht ihr, der ist auch versperrt. Da vorne. Zur freien Mine kommen wir nicht mehr. Es ist halt, also insgesamt ist das Minental eben im Vergleich zu Gothic 1 schon abgespeckt, abgeschlankt, kleiner, keine Ahnung, was ich meine. Ist natürlich logisch, ne, wenn man bedenkt, dass Korin jetzt komplett dazu kam. Es ist aber schade, ne, weil so ein paar Sachen, die ich echt geil fand, sind einfach nicht mehr da. Muss quasi warten, bis er die Faust hebt und dann Doppelschlag machen. Ich glaube, das ist so der Trick. Da. Nichts zu plündern. Okay. Jo. Das Spielchen wieder. Easy going. Dann Tränksche. Schneller! Oh Mann, Mann, Mann. Ah, das ist noch ein Golem sogar. Textur ist da ein bisschen buggy, ne? Kann das sein? Aber wenn wir später die Möglichkeit haben, immer einen Dämon zu beschwören, dann werde ich wahrscheinlich nie wieder alleine kämpfen. So, speichern. Nichts zu plündern. Ist das Geilomatico? Es sind auch wieder zwei. Sieht so aus, ne? Ah, das ist ein Irrlicht. Gleiche Spiel wieder. Zwei Stück. Ah, zwei Golems sind mir einer zu viel. Ja, ich weiß ja auch nicht, ey. Warum haut denn der Schwertkampf so übertrieben rein auf einmal? Thank you.
Und ich habe nicht gespeichert. Das ist dann wieder so die Strafe, ne? Wenn man denkt, ja, ich krieg alles hin, gar kein Problem, und dann kommt sowas und alles vorbei. So, ihr seht da vorne übrigens schon den Drachenhort, also wir sind hier richtig, ne? Das ist schon mal jetzt sicher. Hier haben wir auf jeden Fall den letzten der vier Drachen. OMG. Wo ist die Rune jetzt wieder entrüstet? Auf 5. Warum entrüstet denn ein Feuerball manchmal? Das verstehe ich nicht. Sind die jetzt nicht selber ein bisschen unfair, die Wölfe, was die abziehen? Na gut. Mana-Trank. Muss halt so ein bisschen strategisch vorgehen, vor allen Dingen als Magier, ne? So, dann haben wir hier eine Kiste, die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Weidenbeere, Snapperkraut. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Dietriche, Golddegen, Wacholder und ein gebratenes Stück Fleisch. Und ein Schlepperkraut. So, haben wir das. Wie viel Mana haben wir noch? Ein bisschen, das ist schön. Also sind Eiswürfe an sich kein Problem. Die machen, die halten nichts aus, aber machen viel Schaden. Das ist ja auch mal interessant, ne? Da ist der letzte Drache. Wie viele kommen jetzt auf einmal von denen? Das ist wieder die Frage. 3. Kriegen wir den einen vielleicht tot, bevor die anderen da sind? Unwahrscheinlich, oder? Perfekt. Zur Burg, Feuerball, zur Burg, mittlere Runde, nein. Ja, wir lacken uns hier durch. Wir machen das. Also wir nehmen auf jeden Fall, wir machen auf jeden Fall in diesem Video noch den Drachen. Den letzten Drachen werden wir auf jeden Fall noch töten. Und dann haben wir alle 4 Drachen tot und werden dann beim nächsten Mal die freudige Kunde verbreiten. Haben wir sogar 2 auf einmal getötet. Das ist halt der Trick, immer den einen Drachen, den einen so anzugreifen, während er noch angreift. So, last but not least, der letzte. Ich
ich dachte, dass ich hier zum Beispiel riesige Probleme haben würde, die ganzen Gegner zu besiegen. So, hier in dem Haus liegt übrigens eine Schriftrolle, eine Nachricht. Hier war ja, wie gesagt, früher das Lager drin und hier oben, also hier irgendwo, hier war ja die Wassermagier-Ecke. Und wir haben jetzt diese Nachricht gefunden. Jurkas Brief, Handbrief, alter Brief, eine Nachricht. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adonos. Adonos ist bei uns Saturas. Saturas haben wir wieder getroffen, ne? Jahrkinder und so weiter und so fort. Die haben damals eben hier das Lager verlassen. So, wir trinken mal ganz schnell nochmal einen Trank. Oder von mir aus zwei. Dann einen Mana-Trank. Rüsten mal wieder unseren... Da, Dämon beschwören ist schon auf 4. Perfekt. Na, wir machen wieder das gleiche Spiel mit dem Dämon. Ich brauche das Auge Inos aber noch. Und dann läuft das schon hier. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Na, das werden wir sehen. Wer bist du? Ich bin Finkrek, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Starke Worte. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Macht ihr keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Ich verstehe nur nicht, warum der Held die immer als so hässlich und niederträchtig bezeichnet. Die sehen voll cool aus, oder? Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorath errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorath finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorath kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Das Buch, das wir geholt haben, von dem Hof von Sekob, glaube ich, das hieß doch die Hallen von Irdorath, oder? By the way. Die Kraft des Auges ist erloschen. Und deine Zeit ist nun abgelaufen. Fucking yeah, Mann. Entschuldigung. Tot ist er. Das war der letzte Drache.
Wisst ihr, wie meine Schwester und ich früher, als wir das gespielt haben, die Drachen besiegt haben, wir haben uns hinter dem Goldhaufen versteckt und dann mit Pfeil und Bogen bestimmt eine Stunde draufgeschossen. Kein Witz. Kein Witz. Steintafel. Sturmbringer. Das ist ein neues Schwert. Lederbeutel, Lederbeutel, Lederbeutel. Lederbeutel. Ein Drachenei. Oh yeah. Ein fucking Drachenei. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. So. Hier, Drachenei. Das Ei ist warm und von innen hört man leises Kratzen. Dann haben wir eine Steintafel gefunden. Steintafel der Magie. Mana plus 4, sehr gut. Ein leichter Fisch. Bei Dietriche. War da noch was? Sturmbringer. Ist dann quasi nach dem schweren Zweihänder das nächste Schwert. Okay, das war Fingrek, der letzte der vier Drachen und damit auch unser letztes Ziel eigentlich hier im Minental. Selbstverständlich haben wir noch einige Aufgaben, die wir erledigen werden, aber es war erstmal so unser letztes Ziel. Und ihr habt gesehen, Dämon beschwören ist halt wirklich der Joker, wenn man irgendwie versuchen möchte, das Ganze einfach zu machen. Wir sind ja Magier, ich meine, warum sollten wir nicht Magie anwenden? Und die Beschwörungsmagie ist hier eben dann der richtige Tipp. So, jetzt haben wir da oben nochmal zwei Golems. Ich würde eigentlich ganz gerne dahin gehen, weil da liegt auch eine geile Axt, das seht ihr schon. Würde ich ganz gerne haben. Ich weiß aber halt nicht. Ob die irgendwann in den Nahkampf gehen. Ja, der ist wieder unsichtbar geworden. Ich weiß nicht, warum die diesen Freeze manchmal haben, aber der ist halt mega geil, ne? Was haben wir hier? Eine Schlachtaxt, glaube ich, und eine Rune. Ist das der Teleport zum... Ein Passimilental zweimal. Warum das denn? Und eine Barbarenstreitaxt. Hier, eine Schlachtaxt, Entschuldigung. 25. Ja, das ist dann direkt nach dem schweren Zweihänder die Axt. Das müsste eigentlich die Axt von Gorn sein, glaube ich. So, eine Sache machen wir noch. Wir gehen zu Silvio. Die faule Sau. Ne, der hat ja gesagt, der hilft uns. Ne, wo ist er? Nirgendwo. Ne, Bulko natürlich, der sitzt wahrscheinlich noch, der steht wahrscheinlich noch in der Bank. aber Silvio hat seinen Arsch auch nicht hier hoch bewegt. Und der hat uns ja gesagt, dass er uns helfen will. Ne? Also jetzt gucken wir mal nach, was mit dem so abgeht da unten. Aber wir halten schon mal fest, wir haben alle Drachen getötet und damit eigentlich den wesentlichen Inhalt dieses Kapitels geschafft. Ne, das ist nämlich dann tatsächlich die Drachenjagd. Wir werden natürlich noch einiges hier im Minta machen, ne, vor allen Dingen auch Erfahrung sammeln. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Lernpunkte, um uns das nächste Schwert leisten zu können und dann auch den nächsten Kreis der Magie erreichen zu können und die Rune herstellen zu können, Dämonen beschwören und unser Mana ein bisschen zu erhöhen. Ne. Also werden wir auf jeden Fall auch die Stärke dann haben oder die Lernpunkte für die Stärke haben, um dann letztlich eben das neue Schwert benutzen zu können. Machen wir doch auf jeden Fall. Jetzt haben wir unten auch noch zwei Eisgolems gehabt. Jetzt bin ich natürlich stark versucht, die einfach auch zu töten. Das sind nämlich 800 Erfahrungspunkte. Und ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, Stufe 35 zu werden. Ist natürlich hier so ein bisschen der Wille da. Jetzt haben wir hier neue. Was ist hier neue Gegner? Wo sind hier neue Gegner, Leute?
genau. Warum sind da neue Gegner? Und warum sind das vier Stück? Wer war jetzt der Angeschlagene von denen? Der da. Noch zwei. Alles klar, dann kommt mal her. So. Okay, das war's. Drache tot. Mana. Heilung. Tja, dann können wir uns mal bei den beiden für die Hilfe bedanken, die wir bekommen haben, oder? Die waren ja mega hilfreich, vor allen Dingen Silvio. Der hat ja mega gut mitgeholfen, Brook natürlich auch. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Das werden wir sehen. Okay, wir müssen das anders machen. Na! Ach Mann! So. Das schon wieder rum hier. Ja, Moment, ich muss wieder in den Taskmanager gehen. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Deine Waffe nehme ich mal mit. Gar nicht da, oder? Wo ist das denn nicht da? Moment. Starter, wo ist denn das Spiel selber? Ah, da. Die Reihenfolge war nur falsch. So, wir starten nochmal neu. Ah, versuch's nochmal! Ach man. Initialisierung der Konfiguration. Das könnte einen Moment dauern, steht da gerade. Des virtuellen Dateisystems. Mhm. Das war ganz früher, als wir das Spiel gespielt haben. Das war auf einem Packard Bell Computer von meinen Eltern. Der Bruder meiner Freundin hat auch ein Packard Bell Notebook, tatsächlich. Dann hat das Ewigkeiten gedauert, dieses Initialisieren. Nein, es war der falsche Spielstand. Mann! Okay. Noch was anderes? Ich krieg dich noch!
Ich krieg dich noch! Scheiße. Ah, okay, wir machen es anders. Wir müssen die einzeln töten. So, grobes Schwert. Ich wollte gerade schon meckern. Es kann doch nicht sein, dass der ein rostiges Schwert hat und dann so viel Schaden macht. Es ist wenigstens ein grobes Schwert. Es ist nicht ganz so erniedrigend. Gut. Ja, ihr seht, Sylvie hat uns verarscht. Ne? Das war ja relativ naheliegend. Ich hoffe, keiner von euch ist jetzt schockiert, dass uns der Vollspacken verarscht hat. Das war, finde ich, relativ offensichtlich sogar. Hellkraut. So, jetzt müssen wir den noch töten, dann war es das, ja. Gibt es hier noch eine Quest zu? Der Meister der Drachen? Ne. Ja, erfüllte Quest. Zwei Eiskolos für Silvio. Silvio macht die Bär. Okay. Dreckstall. Weg. Silvio ist weg. Hör auf. Hä? Silvio ist weg! Die haben so ein bisschen Nervpotenzial, ne? Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie. So. Töten wir doch die beiden Golems hier. Und dann machen wir Schluss. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann nochmal ein bisschen mit dem Erkunden von kleinen Ecken beschäftigen, die wir uns noch nicht angesehen haben. Noch ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Erfahrung für zwei Golems. 900. Und wir brauchen ja nur 11.000. Das sind dann gerade mal 20 Golems. Das ist schon viel. Ja, dieser Doppelschlag ist aber sehr wichtig, ne? Weil manchmal macht man nur zwei. Geil. Gut, so, das war's aber jetzt auch. Ich renne jetzt erstmal alles. Wir haben die vier Drachen getötet und werden beim nächsten Mal auf jeden Fall noch eine wichtige Sache machen. Wir werden nochmal versuchen, ob wir rechts gegen den Troll ankommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar Level, beziehungsweise ein paar Stufenaufstiege und damit auch Lernpunkte mitnehmen. Hier rechts ist ja noch ein Troll gewesen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Gothic 2, die Nacht des Raben und ich gehe jetzt was essen. Bis dann, ciao.